Moin Moin, mein Name ist Heinrich Utumbo, der Dritte. Nein, ja, Heinrich, der Löwe. So, mit mir spielt heute die... Mathilde, salü! Wie immer. Und ja, falls ihr auf meinen Monitor guckt, ja, ganz kurze Info. Ich bin ja letztes Mal während der Aufnahme natürlich gestorben. Das habe ich immer voll gut drauf. Und, ja, bin gestorben halt, ne? Und dann war ich als stinkesauer, wie das halt so ein Heinrich manchmal ist, aua. Und bin dann halt mit Plötze nochmal hingeritten, um ein zweites Mal zu sterben. Und jetzt ist Plötze wahrscheinlich tot, der kleine Wurm ist tot und meine ganzen Sachen sind... Moment. Also ich bin jetzt in der... ich weiß nicht, wenn du Plötze bei dir hast... Plötze steht draußen vor der Basis, stand sie. Warte mal ganz kurz. Getreue, kleiner Wurm. Einmal anzeigen. Also, kleiner Wurm ist in C12. Es wird angezeigt, warte mal. Ja, wenn du auf M gehst, da kannst du oben, zweites von rechts, kannst du auf Getreuen gehen. Ah. Da kannst du dir anzeigen lassen, wo die sind. Kleiner Und Wurm. Plötze wird auch noch angezeigt als bewacht. Das heißt, die KI killt unsere Leute nicht? Anscheinend nicht. Plötze ist... Guck mal vor die Tür. Hier ist Plötze. Ist ja super. Plötze ist nach Hause zurückgekehrt. Nur der kleine Wurm nicht. Weil ja, den werden wir jetzt erstmal nicht holen. Irgendwie hat Rittersporn meine Kleidung aufgebraucht. Das ist ein bisschen blöd. Dann habe ich jetzt meine angezogen, weil ich wollte mich eigentlich auf den Gang vorbereiten. Also irgendwas ist mit den Rüstungen passiert. Ja, wir müssen uns erstmal wieder reorganisieren. Mhm. Mal eine andere Frage nebenbei. Hast du die letzten Kommentare gelesen zum Video? Ich habe sie mich voll verpeilt, fällt mir gerade auf. Ja, ich habe sie gelesen, aber nicht kommentiert. Warte, ich kann hier noch mal schicken. Mach das mal parallel, das ist echt wichtig. Ah, spüre meine Wut, du Krokodil. Ja, heute wird nicht viel passieren. Wir reorganisieren uns. Also ich muss erstmal nach Hause. Ich brauche eine Rüstung, eine neue gute und ja. Mehr wird heute nicht passieren. Also, einmal war ein bisschen, hatte Rubicon geschrieben, wo es Schwarzeis gibt. Dann war... Drückst du TS, weil ich höre dich nicht? Ja, ich drücke TS. Okay. Eigentlich schon. Hörst du mich? Jetzt höre ich dich, ja. Gerade eben habe ich dich nicht gehört. Also Begleitersteuerung, wenn man E drückt, dann, wenn ich zum Interagieren da ist, dann kommt da der Begleiter. Und ein etwas sicherer Weg, weil übersichtlicher wäre, direkt am Fuß des Berges entlang und nicht durch den Wald. Eisriesen sind wohl nicht so schlimm, weil die relativ langsam... Haben wir Eisriesen gesehen? Ich habe Eisriesen gesehen, ja. Hey, ich war tot. Die epischen Ausführungen sind das mit gehärtetem Leder und alchemistischer Grundsubstanz. Dass ich für die Sternmetallproduktion noch schwarzes Eis und Schwefel brauche, das habe ich schon ausgeführt. Und manchmal ist ein Meteorit verpackt. Waren wieder sehr lange und ausführliche Kommentare. Immer lieben Dank dafür. Ja, vielen Dank. Ich werde die nächsten auch mal lesen. Ja, wie gesagt, scheiß Arbeit. Da kommt man zu nichts. Und dann haben wir noch so einen kleinen Wurm. Ja, der haut auch immer manchmal den Plan durch. Aber sowas von.
der gerne. Weiß ich nicht, bau doch mal einen. Nee, ich gucke. Also ich möchte... Irgendwie ist gerade hier meine Ansicht ein bisschen besser. Also ich möchte keinen Reptilienbrustpanzer. Nur so mal nebenbei. Ja, wie gesagt, wir reorganisieren uns und danach, wenn wir uns organisiert haben, geht's zum Schlüpferking mal wieder, oder? Ja, genau. Wir wollten so ein bisschen, weil wir wollen ja auch zum Norden hin, wollen wir noch eine ein Häkchenbasis bauen, also dass wir da zumindest ein Dings aufstellen können. Dings hier. Dingsbums, Kartenraum. Und dafür brauchen wir natürlich wieder, Achtung, Dämonenblut. So, und warum kann ich hier die akelonischen Sachen nicht mehr bauen? Warum wurde mir das nicht mehr angekündigt? Ja, ich weiß auch nicht. Das haben die jetzt mit dem neuesten Update bestimmt irgendwie alles geändert. Nö, eigentlich kann... Weil die Rüstung, die ich ja hatte, die konnten man... Oh, scheiße. Oh, fick dich. Komm her, du Arschloch. Entschuldigung, meine Ausdrücke. Oh, da fickt mich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Von hinten oder von vorne? Ah, Reptilien ist eher für die Kälte gut. Die Reptilien komm, sagt, mach die Wüste. Okay. Die Bettrolle steht am Arsch der Welt vom Dungeon. Ich wiederhole es nur also ungern, aber wir müssen echt unsere Bettrollen immer am Dungeon aufbauen. Ich bereue das gerade richtig, ey, derbe. Weil die nächste Bettrolle, die ich hatte, war hier hinten vor dem Dungeon. Hast du denn immer noch nicht das, unser festes Bett hier? Habe ich letztes Mal markiert, hat er aber nicht genommen. Das hatte mich ja letztes Mal richtig geärgert. So ich frage mich hier gerade, warum ich hier nicht akelonische Sachen mache. Weiß ich nicht, meine Rüstung konnte ich auch nicht mehr bauen. So, ich gehe jetzt nochmal zu der Totenkopf-Gazelle. Ah ne, war ja keine Gazelle, oder? Ich wollte auch schauen. Hyäne. Sonst mache ich den Händen die Sachen der lautlosen. Da brauche ich so viel Sternmetall. Ja, ich sag's ja, wir müssen uns reorganisieren. Das ist. Mm. Ich glaube, wir werden uns noch ein bisschen im Offscreen reorganisieren. Mm. Ich hätte auch gerade nicht kämpfen sollen, aber irgendwie habe ich gerade Lust, alles hier in dieser Welt zu töten. Alle müssen sterben. So. Mhm. Ich mache jetzt einfach mal einen so einen Teil von der lautlosen Legion. Punkt aufs Ende. Ich weiß nämlich nicht, wo meine akelonischen Sachen sind. Eigentlich Werkbank des Fuzzis, aber sehe ich nicht. Wie gesagt, bei mir war auch einiges weg. Oh, ich habe Serveroptionen. Hä? Warum kann ich das nicht einstellen? Ach, scheiße, cool. Das ist auch wieder schwer. Ich will keine schwere Rüstung. Ganz kurz, falls ihr mal gerade meinen Monitor seht, ich habe dieses Menü noch nie gesehen, Serveroption. Bei uns in wo wir den Server gekauft haben, können wir nicht viel einstellen. Ich sehe ja hier mehr Einstellungsmöglichkeiten als bei uns im normalen Server. Jetzt fehlt mir hier die Berechtigung, das ist ja ätzend. Weil hier gibt's Einstellungen zur Säuberung. Ganz viele Einstellungen. Toll. Jetzt muss ich nur wissen, wie ich da hier aktiv arbeiten kann. Das wäre ja geil. Kann ich dir nicht sagen, aber dann könnten wir mal so einen Wipe machen. Das wäre doch ganz ja, geil. Da hätte ich richtig mega Bock drauf. Sklaven, unsere Borg. Oh, oh das wäre ja richtig geil. Muss ich echt mal. Wenn ihr es wisst, wie man das hier einstellen kann, bitte schreibt's mir. Bitte, 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 bitte. Ich will meine akelonische Rüstung oder sonst irgendeine mittelschwere geile Rüstung. Mano. Wahrscheinlich muss man es neu lernen. Ja, und ich muss wahrscheinlich mich als
hab's gelernt hier. Rüstung mächtiger Zivilisation. Hi, ich bin schon wieder. Ich sauer sein, ich bin schon wieder. Ketter, du Horst! Okay, wir sind in. Was ist das natürlich? Ah, der hat geile Werte. Vielleicht mache ich ihn jetzt da raus. Ah, ich habe aber keinen Bock auf eine schwere Rüstung. Ich bin ein mittelschwerer Typ. Jetzt bin ich auch bei Witcher. Ja, ich glaube, auf schwer gehe ich eigentlich jetzt auch nicht mehr, weil ich ja nicht mehr der Nahkämpfer bin. Ich bin ja jetzt der Legolas für Arme. Ja, aber das Blöde ist halt, also diese Rüstung der lautlosen Region, die ist wirklich richtig geil. Problem ist, dass es eine schwere... So, ich gucke jetzt erstmal nach gehärtetem Leder. So. Ach ja, das mit dem Leder hat sich auch irgendwie geändert, ne? Hallo, kletter auf diesen Hügel. Der Hügel ist verbuggt. So, komm mal an der Seite, das geht doch auch. Schubidup. Ich will zu meiner schlechten Leiche. So, gehärtetes Leder. Verbesserte Werkbank eines Rüstungsmachers. Na Gott sei Dank, haben wir die. Haha, da ist es doch. Alchemistische Kupferzeugung und Öl. Das hattest du ja auch schon angeguckt. Ich fürchte, wir müssen an deinen Goldschatz früher oder später ran. Mein Schatz! Ja, dafür. Na ja, gut. Hauptsache ich krieg bessere Rüstung. Ja, genau dafür brauchen wir es. Dann baue ich mir halt einen neuen Goldschatz an. Was? So, ich habe ja vorhin schon ein bisschen Öl in Auftrag gegeben. Pressen wir den Fisch aus. So. Mache ich das normale Mittelschwere einfach in außergewöhnliche Ausrüstung aus? Ist nicht so. Wo sind meine archäologischen Sachen? Ich komme da drauf echt nicht klar gerade. Ja, das ging mir ja genauso, dass ich auch meine Rüstung, die ich selber gebaut habe, nicht mehr bauen kann. Ja, also die Varnia-Geschichten, die kriege ich hier hin, aber die Archäologen nicht. Aber ich habe das Talent dafür. Oh, scheiße. Ich habe jetzt nichts gegen euch. Geht weg. Ich will auch nur an meine Leiche kommen. Es gibt auch bestimmt einen Trank der Leerung oder so. Ich mache jetzt einfach Trink 17, was soll's. Was machst du? Trinken Trank der Leerung oder wie auch immer das hier heißt. Deine Fähigkeiten zu reorganisieren, oder? Genau. Scheiße. Wo ist meine Leiche? Ich weiß, es gibt hier. Oder ich muss mir einfach erst noch ein, zwei Machtfragmente besorgen. Ich glaube, ich mache das einfach. Ich nehme jetzt eine mittelmäßige Rüstung, die schnappe ich mir jetzt einfach von irgendwem hier, von kleiner Wurm, Rittersporn. Ja, bin ich eigentlich gestorben? Es war ein bisschen warm, aber fick die Wand. Was ist warm, fick die Wand? Die Varnia-Klamotten sind ein bisschen warm für die Stadt, aber das ist mir jetzt gerade scheißegal. Hallo Akela. Jetzt hole ich mir Schlepper.
Schlepper, 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 wo ist Schlepper? Ach, Schlepper ist drin. Nee, da ist Schlepper. Hm. Kann ihn nämlich auch gleich noch ein bisschen trainieren. Stufe 8 ist er ja schon. Folge mir. Ja, weil dann geht in die Stadt und sucht mir da ein, zwei Machtfragmente. Ah, super, der Wichser ist natürlich gleich wieder da. Dann baue ich mir meine Rüstung. Pups, egal. Ah, fickt euch doch alle, ihr Kakeen. Geht euch. Hoch da, du Horst! Sei froh, dass ich keinen Bogen habe, du scheiß Drecksiene. Du noch da? Nein. Noch bin ich da. Ja. Nee, ich rede eigentlich mit der Hyäne. Damit ich weglaufen kann. Ich trau mich nicht zu kämpfen, nicht noch einmal. Das ganze Land ist mit diesen dreckigen Hyänen verseucht. Sehe sie überall. Herzlichen Glückwunsch, dass sie es mittlerweile auffällt. Ich hoffe, du folgst mir jetzt. Ja, sonst sind sie ja nie ein Problem. Haust du einmal zu, sind sie tot. So, Schlepper folgt dir jetzt. So, ich gehe jetzt in die Stadt. Mach mal. Ich suche mir jetzt einfach ein paar Machtfragmente, bringe vielleicht noch den einen oder anderen Drachen rum. Ich habe extra Heilpfeile und Giftpfeile. Mir fällt wieder ein, was für eine Dumme es ist, hierher zu gehen, wenn es dunkel ist. Gut, dass dir es auch mal aufgefallen ist. Aua, aua, aua! Fick die Wand! Wie war das? Fick die Wand und kack Backsteine oder so? Ja, ich sehe nichts und es ist sehr heiß und leck mich doch am Arsch. So. Du kannst auch zurücklaufen, wenn es zu hart ist. Ich gehe jetzt erstmal wohin. Ja, das Problem ist, dass es sehr heiß ist, weil ich die falschen Klamotten trage. Sind ja auch Idioten. Hier sehe ich wenigstens was. Schlepper, Schlepper, komm mal her, ich muss deine Klamotten anziehen. Was ist die blöde Kuh denn jetzt hin? Soll der sich mal tot schleppen, ne? Zu Tode schwitzen, meine ich. Ja, aber ich bin eigentlich ziemlich in der Nähe, aber ich gehe da nicht rein. Ich gehe erstmal nach Hause. Ach, Mist, mir ist immer noch sehr heiß. Mach mal die Fackel aus, vielleicht wird er kühler. Ah ne, jetzt ist mir nur noch heiß. Sehr gut. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich hier überhaupt bin. Ach, da bist du. Okay. Hä? Nicht hin. So. Scheiße, da wollt ihr gar nicht hin. Ich will doch gar nicht in diese Kackstadt. Okay. Lass mich hier raus. Ich will ja nicht hin.
Ah, hier komme ich ja gar nicht runter. So, wenigstens ist jetzt die Sonne aufgegangen. Jetzt sieht man den Wald wieder was. Jo, geht ganz schön tief runter. Hui! Hui! Ach, endlich wieder zu Hause. Oder fast zu Hause. Als erstes besuche ich den Seetempel. Da gibt es eine Truhe und dann könnte ich da wieder Gold kriegen. Cool wäre es auch, wenn es hier so eine Art Sklavenmarkt geben würde. Dass man mit den Sklaven noch Geld machen könnte. Mhm. Ja. Wanderst die Welt herum, um die besten Sklaven für den Sklavenmarkt zu finden. Schlepper, ich wäre dir verbunden, wenn du mir ein bisschen zur Hand gehen würdest. Hallo Seebrüder. Zeigt mir, was habt ihr in der Truhe? Nichts Tolles. Fuck, 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 fuck. Uah! Leck mich doch am Arsch! Ich sehe, du bist gerade gestorben. Ja. Nee, dann sehen wir uns ja gleich. Ja. Nach Ewigkeiten. Hey. So, jetzt gehe ich erstmal gleich oben zum Bett hin. Das ist eine gute Idee. So. Ich interagiere damit. Und das kann ich nicht machen. Ach, du hast wieder kindgerechten Modus aktiv. Was ist aktiv? Kindgerechter Modus. Ach so, ja. Hm. War das einfach nur auf Interagieren, dann nichts, oder was? Ja, du musst eigentlich nur E drücken und dann kommt rechts oben Spawnpunkt aktualisieren. Nee. Ich baue mir noch hier gleich was. Ich baue dir hier nochmal ein kleines Bett. Genau. Ja. Kommst du mit in die fiese Stadt? Nee, ich brauche erstmal eine Rüstung. Ja, meine Rüstung ist in der fiesen Stadt. Also ich wollte eigentlich dahin, weil... Ah, Trank des natürlichen Lernens brauche ich. Scheiße, Rohasche. Gelbblut ist es nicht das Problem, aber Rohasche. Irgendwo haben wir aber, glaube ich, ein bisschen Rohasche. Hm. Oh, wir haben genügend Rohasche. Ich muss erstmal Kerzen aufstellen, das ist ganz wichtig. Ich habe hier nicht genug Kerzen. Lotusblüte und mit Wasser gefüllte Glasflasche. Lotusblüte. Wasser holen.
So. Hell erleuchtet muss dieser Ort sein. Oh, das war sogar ein Reiseabschnitt. Was? Den Gelblotus-Trank. Hä? Das ist aber gar nicht alles so besetzt. Also. Ah, die Schulterplatte der lautlosen Legion sieht aber gut aus. Dass man Stahlverstärkung jetzt für Rüstung braucht, ist auch irgendwie komisch. Ich will die Sternmetallwerkzeuge. Wieso kann ich das jetzt hier nicht frei zeigen? Willst du mich verpupsen? Jetzt hat das. Banane. Erstmal, sich meine schöne aquilonische Rüstung wieder machen. Ah, hier sind auch nochmal zimerische Sachen. Sind die vielleicht besser als die... Oh Gott, wir brauchen ganz viel von dieser chemischen Grundsubstanz. Ja, ich baue mir erstmal, da ich ja keine andere bessere Rüstung bauen kann, baue ich mir erstmal eine alte wieder. Die ich davor hatte. Da wir eh erstmal zum Schlüpfer-King brauchen, brauche ich ja diese bessere Rüstung für den Winter ja gar nicht. Weil da würde ich hier diese jykanische Rüstung bauen, die gefällt mir ganz gut. Aber die andere, die ich hatte, die ist irgendwie weg. Vielleicht müssen wir da irgendwie jetzt noch andere Baupläne finden. Keine Ahnung.
wieder. Ich habe jetzt, glaube ich, erstmal grob das, was ich brauche. Wenn ich was anderes brauche, dann sehe ich. So. Halleluja. Perfektioniertes, mittleres Kamaschenfoto. Mein gehärtetes Leder. Ich sehe schon. Ja, fürs gehärtete Leder brauchen wir wieder Öl und die chemische Substanz da rein. Öl kriegen wir aus Fischen, das ist nicht so das Problem. Und Silber kümmern. Silber ist weniger ein Problem als Gold. Ja, Gold haben wir aus der Stadt. Wo könnte man noch Gold finden? Oder vielleicht noch besser Gold? Also. Ja, halt immer in Kisten zum Beispiel an der Küste. Rausgequetscht. Das ist tatsächlich nicht so das Problem. Ich sehe jetzt erst, wir hatten Rezepte für Drachenknochenwaffen bekommen. Hab's die früher auch schon? Was glaubst du, was ich für einen Bogen dir gemacht habe? Ach so, ein Drachenknochenbogen? Ja. Wo ist der? In der entsprechenden Werkbank des Zimmermanns. Ah, gut. Gut zu wissen. Ich will meinen Hammer wieder haben. Ich weiß, der ist nicht so gut, aber ich habe daran Spaß. Ja, so langsam organisiert man sich. Ist man wieder. Es geht so langsam wieder bergauf. Aber ganz langsam. Ganz langsam, ja. Ich hol noch mal mehr Fische fürs Öl. Toll. Die ganze Zeit habe ich hier da auf die Schalentiere. Vielleicht, ich guck mal, ob die Schalentiere auch Öl machen. Oh, hier liegt noch ein Pflanzenfaserbett, super.
So, jetzt habe ich die Info bekommen, dass mein Spawnpunkt aktualisiert wurde. Ja, weil ich nicht in das Bett geklickt habe. Wahrscheinlich kann nur einer das Bett nutzen. Das ist doof, das ist doch ein Doppelbett. Ja, frag mich nicht, ist halt so. Ich glaube, dann werde ich noch einige Fischfallen aufstellen, wenn man so viel Öl braucht. Nee, Schalentiere bringen leider nicht. Das ist die echt nicht die Exode. Schmackhaft auch. Unappetitlich auch. Unappetitliche Fische sind am besten diesbezüglich. Na gut. Weißt du, was diese königlichen Teile bringen? Weil ich habe in meinem normalen Handwerksmenü hier tauchen unten königliche Brustpanzer auf oder Oberschenkeldinger. Ja, habe ich noch nie ausprobiert. Weil die kosten von den Ressourcen nicht so viel. Die kosten nur Eisenbahn und Leder. Das kann doch nicht so teuer sein. Aber wie gut sind die denn? Das steht ja leider nicht. Ich baue mal eins gleich. Kann ich dir das gleich berichten. Aber ich glaube nicht so, dass die nicht so gut sind, aber müssen wir halt probieren, ne? Ich glaube, dafür habe ich schon mal hier diese schweren Panzerungen oder so gemacht, aber ich bin mir nicht sicher. Und wieder ein Sandsturm? Wir brauchen für alles dieses gehärtete Leder. Hast du gerade was im... Ja, ich mache mir gerade was zum Anziehen. Aber dafür reicht das nicht mehr. Aber wenigstens habe ich wieder was im Kuchen. Das will ich mich nicht mehr ganz so nackt. Genau, ich brauche Äste und so. Ach, wir brauchen. Ja, ich glaube, wir würden jetzt machen hier mal einen Break und organisieren uns im Background weiter. Weil uns geht das Öl aus. Oder ja, deswegen baue ich ja jetzt hier schon mal Fischfallen. Ja, und ich glaube auch, die Aufnahme ist erstmal lang genug. Wir reorganisieren uns erstmal weiter und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.